Hallo und herzlich Schilder, willkommen. Die Schilder haben ja Kollision. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei TB.Simulation. Heute haben wir einen wunderschönen Samstag. Ich hoffe, ihr wart gestern alle im Livestream. Ja, mit dabei ist der Lucky und wir machen genau das gleiche wie das letzte Mal. Moin, das heißt, ich bin gerade Kartoffeln am Ernten. Ja, und mir geht die Saatgut langsam aus. Das heißt, ich hole mir dann schnapp mir schnell mal einen kurzen LKW vom Lucky und bringe Saatgut dann hoch. Okay? Funktioniert auf einmal. Ist schon komisch, dieses Kartoffelernten. Ja, der ist richtig, also. Ja, mit dem in echt fahren muss Respekt. Also. Ich glaube, mit dem fahren müsste, will ich ausrasten. Ich auch. Er ist ja an für sich wendig und so, aber du fährst halt einfach. Ja. Das ist schon ein ganz dickes Ding. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Du fährst halt einfach wie. Dickes Ding halt. Sieh, wenn du mit sonst nichts unterwegs hast, weißt du, also. Sagen wir so, du kannst die Kurve ausnehmen, musst dann voll einschlagen und wie gesagt um 90 Grad ab. Damit du hinten nichts mitnimmst, wenn du um die Kurve fährst. Ding ist halt wirklich so, du fährst halt eigentlich nur um Tieflader, oder? Ich glaube schon, ja. Viel Spaß dabei durch den Straßenverkehr. Also durch ihr könnt mir ja gerne mal hier in die Kommentare schreiben, ob man so einen Kartoffelvollernter von Grimmel hier, wenn ihr hinschaut, hier. Ab plötzlich Pi! Den laufen wir an, das liegt glaube ich am Tank. Den da? Ob man den auf der Straße fährt oder nur auf dem Tieflader. Oder beziehungsweise ob die meisten irgendwie auf dem Tieflader fährt, aber man ihn noch auf der Straße fahren dürfte. Ich glaube, dürfen tust du. Ja, ne? Ja, aber ist halt auch wieder. Wenn du. Weil der fährt. Ich glaube in echt fährt, der fährt ja nur 25 km/h, oder? Oder was sagt der Taro, was der Höchstgeschwindigkeit fährt? 25, hab ich doch gesagt. Was? 25! Ja. Somit kannst du ja mit dem ohne Zulassung fahren. Als selbstfahrende Erntemaschine. Ohne Zulassung. Ja, brauchst keine Zulassung, brauchst kein Nummernschild hinten dran. Ist wie beim Bagger. Ja, ne? Aber es gibt auch Bagger, die Kennzeichen haben. Ja, aber die fahren auf 40. Aber habe ich nämlich gestern noch gesehen. Steht bei meinem Opa gerade einer rum. Ja, aber der fährt schneller als 25. Okay, das kann gut sein, ne? Der fährt entweder 30 oder 40. Ist wahrscheinlich dann billiger ohne, oder? Ja, ohne zahlst du auch nichts. Da zahlst du halt deine, da zahlst du halt wie wenn das ein taktischer Wacker ist, der nur auf dem Tieflader fährst, halt deine Sicherheitsprüfungen, weißt du? Damit man weiß, dass der halt sicher ist für den Arbeitsalltag, also dass die Bagger... Wahrscheinlich halt einfach nur ganz normal halt Versicherung, oder? Ich glaube, den musst du nicht mehr versichern. Weil der automatisch durch Unfallversicherung versichert ist. Weil ich glaube, einen Gabelstapler musst du auch nicht versichern. Das ist richtig. Und du darfst ja mit dem Gabelstapler auch auf der Straße fahren, wenn er so schnell fährt und das hat. Also wenn er Blinker und alles hat, dann darfst du ja mit ihm auf der Straße fahren. Das ist schon so ein Thema. Zulassung für solche Maschinen ist halt schon... Ich glaube, es ist auch sehr viel mit Grauzone gearbeitet dann. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr, sehr viel mit Grauzone gearbeitet. Das ist schon immer mit einem halben Bein im Knast so ungefähr. Also eher fast schon mit dem Ganzen. So. Ja, dann merkt man mal, was der Daniel jetzt für Arbeit gemacht hat. Der hat jetzt drei Felder gegrubbert und eins zur Hälfte angesiedelt. Und das waren jetzt 12. 10 Folgen. Ja. Dann merkst du mal, was das für eine Zeit ist. Besser als ich.
So, und das war's. Die Maschine ist leer gelaufen. Anhänger, wie viel hast du drin? Jetzt gerade ist, du müsstest den Anhänger halt direkt zurückbringen. Und ich fahre jetzt einmal hier schnell hin und dann lasse ich den Anhänger stehen, weißt du? Kannst einfach stehen lassen. Ich bin jetzt gespannt, wie ich das am besten. Danach bitte direkt wieder zurückbringen, danke. Ich bin dabei. Der rutscht schon wieder die Sache nochmal. So, kann mir mal jemand sagen, warum dieser LKW so extrem rutscht? Liegt es an den Reifen? Liegt es an der Lenkachse? Weil mit No-Cap-Reifung habe ich den noch nie so rutschen sehen. Noch nie. Ich auch nicht, deswegen. Aber man ist, uns ist aber auch am Gator aufgefallen, dass der Gator auch reifentechnisch sehr unterschiedlich ist irgendwie. Ja, das ist aber, also reifentechnisch unterschiedlich, sage ich ja nichts, aber dass der jetzt gleich so rutscht. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich mit Nokia noch nie Probleme hatte in der Hinsicht. Stimmt so. Keine Ahnung. Die viele mitzunehmen, aber ich fahre nicht jede einzelnen Ministück wieder. Ja, nee, nimm den Großteil mit. Ich packe Töpfchen, können sich dann irgendwelche Tiere oder so klauen. Ja, es klingelt ja auf meinem Weg dann schnell beim Nachbarn und sagst du, hey, sind doch ein paar Kartoffeln, kannst du nehmen. Wie funktioniert so ein Kartoffelernter eigentlich? Der gräbt unter der Erde die Kartoffeln raus. Ziehst du dann auf das Förderband und dann sind es eigentlich nur Siebe, die schütteln. Und das alles, was kleiner ist als die Kartoffel, fällt unten raus. Und das Kraut wird oben ja abgeschnitten und also es wird ja mit dem Krautschläger abgehackt und gleich auf dem Feld liegen gelassen. Und dann werden die Kartoffeln mit so einer Art Schaufel aus dem Boden rausgehoben, auf das Förderband geworfen vorne. Und dann rausgesiebt. Und oben drauf stehen ja normal noch zwei, drei Menschen, die die Steine noch rausklauben, die ungefähr genauso groß sind wie Kartoffeln, weil das erkennt der nicht. Den Unterschied zwischen Kartoffel und Stein. Eigentlich, aber ist das denn auch bei so großen so? Ja, ja. Die Frage ist, wo sollen sich dann Leute hinstellen? Also, soweit ich weiß, stehen da welche. Aber es kann auch sein, dass bei den ganz großen dann keiner mehr dort steht und es dann lasergesteuert ist. Ich sehe, ich weiß, ich kenne das, dieses, dass da Leute so rum. Ja. So passt. Mach mal die Plane vorne zu. Super, da. Dieses Pferdegeräusch, ganz im Hintergrund von dem Pferdehof da, ne? Ich jetzt noch Kartoffeln in dieser Folge ernte, nehmen wir noch den Rest, können wir wegschmeißen. Nein, Spaß. Ja, halt den Großteil, den Großteil nehmen wir mit und. Ich bin mal gespannt, was er macht, wenn ich diesen mache. Ich habe jetzt mal auf H gedrückt. Ja, das macht gleich Peng. Frage, weißt du, wo unser Kramer steht? Genau. Nein, ah, nicht mehr gesehen. Da steht er. Hab ihn gefunden. Ist er gut? Der steht da, wo ich ihn hingestellt habe, bloß ich habe ihn davor nicht gesehen. Jetzt habe ich eigentlich glatt was vergessen, gell? Wo ich schon den LKW hatte, hätte ich jetzt auch schon Getreideschrot holen können, dass du dann, wenn du mit Kartoffeln fertig bist, gleich hier unten wieder Schweinchenfutter machen kannst. Mach ich jetzt ja immer gerade schnell noch. Weil da hinten ist noch Platz. Nee, nimm das Gespann so wie es ist und setz das mal bitte ganz vorne da in die Ecke, wo relativ viel Kartoffeln sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich stelle den Anhänger noch da vorne ab dann. Weil hier in der Seite ist es abnormal, wie viel er nicht groß das hat. Also hier vorne ja komplett einfach alles. Deswegen fange ich hier vorne erstmal an und mache hier nochmal Helfer rein.
Ich glaube, das bringt nichts, weil da ist dann gleich wieder so, dass er überall umdrehen will, weißt du? Glaube ich auch. So, die Scholle ich vielleicht nicht gleich direkt von der Straße abkommen, wenn ich fahre. Jetzt können wir uns dann langsam überlegen, gell, mit was wir denn den Mais häckseln wollen. Keine Ahnung. Oder ob wir überhaupt Mais häckseln wollen, weil an für sich Silage brauchen wir nicht. Haben wir ja Gras-Silage, wir können ihn ja auch dreschen, weißt du? Ist echt sinnvoller, oder? Ich glaube für den Anfang auf alle Fälle, weil wir brauchen ja Körnermais für die Hühner. Echt interessant von der einen Bahn zur anderen. Ja, dann würde ich aber leer lassen, weil hier hinten. Tue ich das Hauptmehl hier draußen werfen? Zumindest mal mitnehmen kann. Es wäre interessant, wie gesagt, dass wenn man muss erst wie so eine halbe Bahn, man zieht eine halbe Bahn rum, bis es nicht mehr geht, so ungefähr. Dann fährt man zurück, komplett eingelenkt und trifft dann die Bahn trotzdem nicht und muss trotzdem wieder. Schon ein paar Handschläge. Und dieses Piepen, wenn der halb voll ist oder so. Piep! Das ist Wende. So, jetzt fahre ich hier komplett einmal auf die Straße. Setze dann rückwärts. Am besten dreht am Baum vorbei. Ja, natürlich. Profifahrer ist am Schlüssel. Hey, morgen fällt wieder meine die erste und die letzte für mich aus. Die letzte. Also es ist natürlich jetzt in der Aufnahme, es ist natürlich jetzt schon ein gutes Stück her, aber. Genau zu sein. Eine Woche und zwei Tage. Allzu lange. Ist schon faszinierend, gell? Das ist nur wie viel Stunden hat eigentlich der Kartoffelruder inzwischen drauf? Wie viel hat wer drauf? Der Kartoffelruder. Von Stunden. Quatsch, was schätzt du? 8. Okay, da bist du noch ein bisschen sehr weit vorbei. Okay, was hat er? 4,1. Bin ich aber auch schon nicht schlecht. Ja moin, der LKW hat 4, deswegen habe ich halt gedacht, weil der LKW steht ja dann doch ziemlich viel rum, weißt du? Nee, der hat auch gut was getan. Die Sache ist, der Kartoffelruder war zwar viel dran, aber der stand halt irgendwie zu 90%, weil er abgetankt werden muss oder weil der Helfer nicht wollte. Ja, okay, das hat man gemerkt. Jetzt ist das schon eher krass, dass der überhaupt 4 hatte. Man wird zuerst, dass der LKW 4 hat, sagen wir mal so. Wann kommt der LKW neu? Ich bin da auf dem Weg, ich lade gerade ab. Nämlich abgetankt werden. Nicht sobald du da oben mit Kartoffeln fertig bist, dass du hier anfangen kannst zu randalieren. Nee, Spaß. Damit wir nämlich den Kartoffelernte gleich endlich zurückgeben können, darauf. Ja, ich finde mit Vollgas unterwegs ist halt beim LKW, wenn du Vollgas fährst, bist du halt gleich im Straßenkram, weißt du? Das heißt, ich bremse von jeder Kurve von 80 auf 30 runter. Wenn man einen YouTube-Link von einem Klassenkameraden bekommt, das ist immer hart. Weiß nicht immer, das kann nichts Gutes, Sinnvolles sein. Ist sie voll? Nee, habe ich gerade abgetankt. Kannst du mal schauen, wie viel im Anhänger drin ist.
Da passen noch 5000 Liter rein. Okay. Soll ich vielleicht auch runter machen, ne? Ja, wäre vorteilhaft. Der auch einer der meistgedownloadeten Mods außerhalb des Mod-Hubs sein, die Anhänger. Ich habe vorhin eine echt traurige Nachricht gelesen. Was denn? Vom Mr. Forstechnik. Oh. Einer unserer Instagram-Partner kennt. Ja, wie heißt der nochmal auf Instagram? Forstarbeiten Forst. Ja, Forstarbeiten heißt ja nicht irgendwie Forstarbeiten NS 17 ist 19 oder? Ja, irgendwie sowas. Was ist mit dem? Nein, der hört jetzt nicht irgendwie auf, aber modding-technisch, der macht ja immer diese Dinge fürs Mod-Hub, wollte jetzt ein paar Updates, aber Giants macht dann wieder so quer. Er sagt, er wird jetzt erstmal nichts mehr ins Mod-Hub einreichen. Es kann sein, dass jetzt irgendwie noch zwei Updates und ein Fahrzeug kommt oder so, weiß aber nicht genau, wann das kommt und wie. Weil, und so, und deswegen, wird jetzt auch voraussichtlich auch erstmal nichts mehr für die Community machen, alles privat lassen. Wenn wir da herzlichen Dank an Giants raus, ne? Ich muss dazu sagen, das habe ich aber schon oft gehört, solche Dinge. Es ist halt, das ist auch genauso wie derjenige vom Spangol-Unterstützungspack. Der sagt genau dasselbe, der macht nichts mehr fürs Mod-Hub, weil der nicht mehr einreichen darf, kein Update mehr, weil da irgendwie ein Fehler drin ist. Der Fehler ist seit der V1 drin, weißt du, ich meine, das sind solche Fehler, die irgendwie das Testing-Programm von Giants anzeigen, deswegen sagen sie, lassen nicht durch, aber der Fehler schon seit der ersten Version dabei, ja. Das ist schon manchmal echt traurig. Hört man sehr oft, dass Giants Mod Hub halt echt natürlich, dass das gut geschaut werden muss, ist alles okay, aber wenn ich überlege, was manche Fahrzeuge dafür Fehler haben und die trotzdem bei manchen Dingen, wo echt Fehler sind oder die wo angeblich Fehler sind, die aber gar nicht da sind, dann ist dann irgendwo, das ist halt traurig, gell? Mehr als traurig. Bei uns ist gerade ein Annie vorbeigefahren. Was für eins? VW Tiguan. Meine ich zumindest. Ja, du siehst das in dem Haus beschissen raus, was das angeht, so mit. Solange es kein Dodge Ram war. Nee, das hätte ich gemerkt. Aha, okay. Wenn ich sag mal so, wäre es ein geiles Auto gewesen, hätte ich es gemerkt. Ja, bei uns fahren als NEF total viele Skoda auch rum. Wie nennt man diese Teile, die man ruft, wenn irgendwie ein ganz normaler Unfall passiert ist? Ein ganz normaler Unfall. Ja, was ruft man dann? ADAC. Ich meine, wenn es um Rettungsdienst geht. RTW. Langsam beeindruckst du mich aber. Hallo, ich bin sogar schon vom RTW abgeholt worden, okay? Das weiß ich, aber nein, es geht nur darum, weil ich das schrecklich finde, wenn immer Leute sagen, ja, dann brauchen wir mal einen Krankenwagen. Ja, nee. Der Krankenwagen brauchst du hauptsächlich, Krankenwagen bedeutet ja eigentlich, Krankentransport. Also, richtig, das ist ja eigentlich, wenn du, es kann auch mal sein, dass zu einem Unfall oder ein KTW kommt, das ist keine Frage, aber die Chance, dass ein KTW kommt, ist, ja. Eher für Leute, die halt irgendwie von dem einen Krankenhaus zum anderen, obwohl da wird dann eher ein Krankenwagen oder sowas benutzt. Ein Krankenwagen, der zum Unfallort ist, aber es ist halt einfach so. Lucky, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst Like und vielleicht auch ein Abo da. Schaut auf Instagram vorbei. Vorne rein. Bis dahin. Und wenn es weiter und Montag geht's weiter. Tschüss.